Imke Orn, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel hier in Braunschweig. Läuft bei dir diese Saison, oder? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Titel und so, wie es gelaufen ist. Und was für Sprünge ich heute angeboten habe, also alles. Heute ist ein sehr, sehr guter Tag, ja. Es sah auch technisch gut aus, aber nach 1,88 hatte man das Gefühl, puh, da fällt einiges an Last irgendwie ab. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie es war für dich. Ja, es war tatsächlich genau das. Bei 88 finde ich, dass ich einen sehr, sehr guten Sprung hatte. Da dachte ich, okay, 92, 91, das wäre die nächste Höhe gewesen, ist auf jeden Fall noch drin. Aber bei 88 wusste ich auch, dass ich dann schon gewonnen habe und das Ticket für Paris abgeholt habe. Und da ist dann einfach wirklich ein kleines bisschen die Last abgefallen und ich war nicht mehr ganz so fokussiert wie vorher. Aber ich glaube, man verzeiht mir das. Ich glaube schon, das Publikum hat dich ja auch hier wirklich feiern können, auch noch vor dem Regen. Hier, da hattet ihr ja sehr viel Glück als Hochspringerin. Jetzt stehen für dich die höchstwahrscheinlich, das Ranking sieht gut aus und wir planen jetzt erstmal so gedanklich schon mal mit Paris. Es ist ja nicht das erste Mal Olympia für dich. Wie sehr kribbelt es schon jetzt, auch so im Vergleich Tokio von vor 3 Jahren? Ich glaube, es wird ein ganz anderes Erlebnis als in Tokio. Da waren ja noch sehr, sehr viele Einschränkungen und die werden dieses Mal nicht sein. Also ich werde die volle Dröhnung Paris mitnehmen und auch die Olympischen Spiele, das Feeling vor allem auch mitbekommen. Und das ist mir letztes Mal ein bisschen abhanden gekommen. Und da freue ich mich einfach total drüber. Und es kribbelt schon langsam. Jetzt gerade, wo ich realisiere, dass es immer realistischer wird, wird es immer doller auf jeden Fall, ja. Ein internationales Finale hattest du in diesem Jahr ja schon bei den Europameisterschaften. Was darf es denn in Paris werden? Ja, auf jeden Fall die Qualifikation überstehen, da möchte ich einfach einen Punkt hinsetzen, so ungefähr. Und ich liebe auch Olga auch immer noch mit einer persönlichen Bestleistung. Das wären 95 in diesem Fall, drin wären 96 bzw. 97. Und ja, also wenn das noch fällt dieses Jahr, dann bin ich überglücklich auf jeden Fall. Da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Herzlichen Glückwunsch. Danke.